Am Schluss ist es also noch mal richtig spannend geworden. Meine Nerven, ich bin immer noch angespannt. 1-0 gewinnt also der BSC Ibe gegen FC Sion. Und bei mir ist der Chibi so. Chibi, ja, man hätte es nicht so spannend müssen machen, aus meiner Sicht. Ja, sicher. Wir hätten das früher noch entscheiden können. Ein bisschen effizient hat es, glaube ich, gefühlt. Und wir sind auch nicht so konkret in unserem Spiel wie sonst auch. Und darum ist es am Schluss noch mal ein bisschen spannend geworden. Aber eigentlich, wenn wir uns etwas vorwerfen oder euch konkret, ist das schon von einmal die Chancenauswertung, eben so im letzten Viertel von dieser Partie? Ja sicher, wir wissen ja, kommen wir immer zu Chancen und das klingt uns auch immer eigentlich sehr gut, dass wir gerade die erste Chance auch nutzen. Heute war es nicht so gewesen, und dann müssen wir Geduld haben und wir versuchen das nächste Spiel besser zu machen, effizienter zu sein. Ja, du bist hierher gekommen als Schlusslicht, als letzte Mannschaft, aber wir haben gewusst und ihr habt sicher auch gewusst, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Nein, ich finde, also heute haben wir gesehen, Sion spielt ohne Druck, sie haben nichts verloren beim Leader. Das haben wir heute gesehen, glaube ich. Sie haben frisch aufgespielt und haben so unser Leben sehr schwer gemacht. Aber ich bin froh über die 3 Punkte zum Schluss. Du hast sicher mitbekommen, dass das Spiel von Basel und Lausanne ist verschoben worden. Jetzt ist also 11 Punkte Vorsprung auf den FC Basel. Aber eben noch das Spiel, natürlich, das sie noch in der Hinterhand haben. Was bedeutet das jetzt für uns? Ja, es ist natürlich schön zu sehen. Also, der Druck ist definitiv nicht bei uns, sondern bei Basel. Und darum, aber wir konzentrieren uns, wie sonst auch, immer auf unsere Aufgaben. Wie war es mit der Temperatur? Ja, am Anfang ist es noch gegangen und zum Schluss ist es dann echt recht kalt geworden. Vor allem die Hände und die Zehen waren langsam am Einfrieren. Darum bin ich froh, dass wir jetzt in die Wärme kommen. Jetzt am Dienstag wird es wahrscheinlich noch mal ein Millimeter kälter gegen FC Basel im Cup-Halbfinale. Wie bereitest du dich auf das vor? Ja, ich denke, die Fans werden uns sicher eine warme Stimmung geben und darum ist das kein Problem. Also, Chibi, so herzliche Gratulation und merci für das Vorbeikommen.